Liebe VfL-Fans, ein neuer Tag, ein neuer Videocall. Heute haben wir uns mit VfL-Teammanager René Flägel verabredet, der gerade dabei ist, in den allerletzten Zügen das Teamhotel in Ankunft vorzubereiten, wenn die gesamte Mannschaft des VfL Osnabrück heute zur Vollquarantäne anreist. Denn sehr bekanntermaßen quartieren wir uns ja für die letzten zwei Spieltage gemeinsam in Ankunft ein, um halt eben einen reibungslosen Ablauf der letzten zwei Spieltage gewährleisten zu können. Das ist ja ein Gesamtagreement der ersten zwei Ligen. Das machen alle Mannschaften in den ersten zwei Bundesligen in Deutschland, um halt eben die letzten zwei Spieltage möglichst reibungslos stattfinden zu lassen. Erstmal moin, René. Moin, moin. Grüß dich. Grüße. Zwei Renés im Talk. Von daher das erste oder die erste Frage: Wie läuft es denn derzeit? Hast du schon alles an Klamotten rübergeschafft nach Ankunft? Ja, ich persönlich schon. Ich bin jetzt gerade eben nach unserer Testung an der Illushöhe hier nach Ankunft gereist, um noch für den letzten Feinschliff zu sorgen. Also meine Klamotten liegen hier vor. Die Jungs erwarte ich jetzt in der nächsten halben Stunde. Und ja, dann kann es losgehen mit unserem Quarantänecamp hier. Ihr seid komplett alleine im Hotel, ne? Nahezu alleine. Also es sind vereinzelt noch Businessgäste hier. Aber stimmt schon, das Hotel ist sonst exklusiv. Die anderen Businessgäste, die vor Ort sind, die sind separiert, räumlich separiert durch eigene Wege, durch eigene Funktionsräume bzw. Restaurant und Speiseraum, sodass wir denen nicht über den Weg laufen werden. Warum habt ihr euch für Ankunft entschieden? Einfach, weil man das See- und Sporthotel schon kannte aus der Vergangenheit? Oder was waren die Gründe? Genau, das ist ein Punkt. Ich meine, der VfL war 2016 schon einmal hier in Ankunft. Ja, das Hotel, wir finden hier hervorragende Bedingungen vor. Wie ich eben schon gesagt habe, wir haben es nahezu exklusiv, werden hier keinen anderen Gästen über den Weg laufen. Ein weiterer Vorteil ist der See, der hier direkt an das Hotel grenzt. Und der Wanderweg um den See zählt offiziell auch noch zum Hotelareal. Das bedeutet, ich glaube, es ist für die Jungs auch ganz schön, mal was anderes zu sehen als die eigenen vier Wände und das Hotel von innen und dann auch mal um den See zu gehen, ein bisschen sich zurückzuziehen und ja, durchzuschnaufen. Deswegen ist das, denke ich, auch ein weiterer großer Vorteil im Vergleich zu einem Stadthotel. Und ja, der Platz, den wir hier haben in Ankunft, beim SV Quid Ankunft, ist in einem hervorragenden Zustand, ist circa 1,5 Kilometer entfernt. Wir werden dort mit dem Rad hinreisen. Ich denke, 5 bis 10 Minuten ungefähr. Je nachdem, wie anstrengend die Einheit war, dann vielleicht auch ein bisschen länger. Da auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an den SV Quid für die Bereitstellung der Plätze, dass wir eben die Möglichkeit bekommen, uns als VfL bestmöglich eben auf das letzte Heimspiel der Saison vorzubereiten. Aber René, lass uns einmal auf das, ich nenne es jetzt in Anführungsstrichen mal Trainingslager, einfach weil wir über 1,5 Wochen zusammen sind. Es ist ja, ich sage es mal ganz lax, es ist ja kein lockerer Schullandheim-Ausflug sozusagen, sondern es steht natürlich schon das Sportliche im Vordergrund, aber vor allem halt eben auch, wie ich eingangs sagte, so ein Stück weit die Separierung der Profis, also natürlich auch wirklich eine Vollquarantäne. Kannst du da ein bisschen uns ins Boot holen, wie läuft die ganze Geschichte ab? Sind das Gruppenzimmer, Einzelzimmer? Gibt es irgendwie abends, ich sag mal ganz, ganz in Anführungsstrichen, Spielerabende, irgendwie sowas? Wie haben wir uns das vorzustellen? Ja, du sagst es schon ganz richtig. Also das Trainingslager, was wir hier haben, ist nicht zu vergleichen mit dem normalen Trainingslager, was man in der Sommervorbereitung abhält. Also es verdient seinen Namen Quarantänecamp auch nicht zuletzt durch das DFL-Hygienekonzept, an dem wir uns orientieren, sowie natürlich auch der Corona-Schutzverordnung des Landes. Also bei uns stehen hier zwei Schwerpunkte ganz, ganz klar im Fokus. Zum einen ist es die Kontaktvermeidung zu allen Personen extern. Das heißt, wir dürfen das Hotel nicht verlassen, mit Ausnahme für die Fahrten zum Trainingsgelände und zum Stadion am Spieltag. Und wir haben dann hier im Hotel auch keinen Kontakt zum Hotelpersonal, zum Spieltagspersonal im Stadion. Oder, und ich denke, das fällt den Jungs dann auch am schwersten, zu ihren Liebsten und den Familien. Das heißt, wir schaffen dadurch für uns ja eine Art Quarantäneblase, in der wir uns dann bewegen. Und neben dieser Kontaktvermeidung zu extern ist dann auch die Kontaktreduzierung innerhalb unseres Kreises ein weiterer Punkt. Also wir haben einige Maßnahmen ergriffen oder greifen einige Maßnahmen, damit im Fall einer Infektion, die durch
die uns allen ja durch die sogenannte Inkubationszeit leider auch erst in 5, 6, 7, 8 Tagen angezeigt werden kann, versuchen wir hier weiterhin Maßnahmen zu ergreifen, um keine Kontakte zu produzieren innerhalb unserer Gruppe. Das sind Maßnahmen wie zum Beispiel das konsequente Tragen der FFP2-Masken im gesamten Hotel sowie auch in den Funktionsräumen. Dazu zählt dann der Besprechungsraum, der Behandlungsraum, wo unsere Physiotherapeuten auch sehr, sehr großen Wert drauf legen, dass konsequent durchlüftet wird und die Maske getragen wird. Aber auch natürlich im Bus, wenn wir zu unserem Spiel dann am Wochenende gegen den HSV fahren oder auswärts nach Aue reisen, sind die FFP2-Masken immer dabei und werden konsequent getragen. Zudem muss ich dem Hotel auch ein großes Lob aussprechen, das sich jederzeit sehr kooperativ zeigt. Das Hotelpersonal wird vor Dienstbeginn per Schnelltest getestet, dann auch erst nach negativem Test hier ins Hotel gelassen. Zudem wird es während unserer Mahlzeiten kein Servicepersonal geben. Die werden dann erst nach dem Essen das Geschirr und die Teller abräumen. Und auch die Zimmer der Spieler und des Funktionsteams werden vom Personal zu keiner Zeit während des Camps betreten. Das heißt, es wird keine Reinigung stattfinden während der Woche. Das wahrscheinlich für viele Spieler, eingeschlossen auch mich, kein Neuland sein wird. Das klingt wirklich extrem penibel, René. Ist das aus deiner Sicht Standard, wie ihr das so macht? Oder sagst du, wir gehen auch schon einen extra Schritt hier beim VfL, was eben Hygiene und die größtmögliche Einschränkung der Infektionsmöglichkeiten angeht? Ja, also wie schon gesagt, wir orientieren uns grundlegend an dem DFL-Hygienekonzept und der Corona-Schutzverordnung des Landes. Aber wir haben im Laufe der Saison, über die Monate auch immer wieder eigene Maßnahmen ergriffen und das Konzept quasi um unsere eigenen Maßnahmen erweitert. Einfach ja, aus Erfahrung heraus und es hat sich zuletzt ja auch glücklicherweise immer sehr bewährt, sodass wir eine interne Infektionskette auch bei positiven Corona-Fällen komplett ausschließen konnten. Nun sind die Jungs ja alle Vollprofis und ich sage einmal, von einer Quarantäne sind wir ja leider auch in dieser Saison nicht verschont geblieben. Das heißt, grundsätzlich kennen sie natürlich ähnliche Situationen. Aber trotzdem, wo ich jetzt den Teammanager schon in der Leitung habe, was macht ihr denn, um vielleicht so ein bisschen möglichen aufkommenden Lagerkoller so ein bisschen zu vermeiden? Denn wie du schon sagst, ist natürlich trotzdem immer noch jeder irgendwie für sich. Ja, klar. Also ich bin ja eben noch gar nicht auf die meisten Maßnahmen eingegangen. Also dazu zählen ja unter anderem auch die täglichen Schnelltests vorm Frühstück. Das heißt, erst nach einem negativen Testergebnis werden die Jungs dann zum Frühstück und letztendlich in den Tag entlassen. Flankiert wird das noch von zweimal wöchentlichen PCR-Tests. Dann sind die Jungs hier in Einzelzimmern untergebracht, wo sie noch quasi ihre eigene Einzelquarantäne haben. Und das sind schon alles, wie du schon richtig sagst, Punkte, die nicht gerade entgegen eines Lagerkollers wirken. Von daher versuchen wir schon auch einige Aktivitäten hier bereitzustellen, die auch auf Abstand gewährleistet oder durchgeführt werden können, wie zum Beispiel Tischtennis zu spielen oder auch Dart zu spielen, Tennis zu spielen, Fußballtennis zu spielen. Das sind ja alles Sachen, die man auch auf Abstand durchführen kann. Aber ja, du sagst es ganz richtig. Also ist alles andere als normales Trainingslager. Es sind viele Maßnahmen, die ergriffen werden, die für uns, glaube ich, auch mental und für die Spieler mental belastend sein können. Und ich glaube, da liegt es an jedem Einzelnen, trotzdem sich irgendwie frei zu machen, auf andere Gedanken zu kommen, sich abzulenken. Und da haben wir uns schon die ein oder andere Maßnahme überlegt, die vielleicht dann auch im Nachgang nochmal preisgegeben wird. Na, da schauen wir doch mal und hoffen auf das Beste. Du hast die Mannschaft diese Woche noch oder beziehungsweise heute noch beim Training an der Illershöhe kurz erlebt, beziehungsweise auch in den Tagen jetzt als Teammanager nach dem Auswärtssieg in Würzburg. Was hast du für ein Gefühl, mit welchem Mindset, sag ich mal, gehen die Jungs eben in diese Tage nach Ankommen und vor allem in die zwei letzten extrem wichtigen Spiele für den VfL? Ja, also ich nehme die Jungs wirklich fest entschlossen wahr. Alle, mit denen ich spreche, haben wirklich einen unglaublichen Willen, den sie, ja, finde ich, auch zu jeder Sekunde einspüren lassen. Und ich glaube, wir intern haben keine Zweifel, dass wir das Ruder umreißen. Aber ich muss auch ganz klar sagen, ich möchte jetzt gar nicht zu sehr ins Sportliche abdriften. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber ich kann sagen, und so nehme ich alle wahr hier in unserem Kreis, es ist wirklich ein
unglaublicher Wille, da die Klasse zu halten. Das sind die richtigen Schlussworte an dieser Stelle. Ich danke dir für deine Zeit. Du musst ja gleich auch schon weiter, wie gesagt, du hast es eingangs gesagt, die Mannschaft wird in den nächsten Minuten in Ankum eintrudeln, dann müssen die Zimmer vergeben werden, alles an Klamotten muss zusortiert werden, wie das dann halt immer so ist. Man kennt das ja, wenn man mit einer großen Gruppe unterwegs ist. Von daher danke für deine Zeit und natürlich auch von dieser Stelle, ja, maximale Konzentration, maximalen Erfolg und vor allem keine Verletzung bitte für die nächsten Tage. Und dann sehen wir uns am Sonntag an der Bremer Brücke, wenn es dann gegen den Hamburger SV geht. Du or die Spiel. Wir geben alles für den Heimsieg, würde ich sagen. Danke dir, René. Bis Sonntag. Mach's gut. Ciao. Ciao.